Hallo und herzlich willkommen zur ersten Herausforderung heute. Wir haben ja jetzt den Normalbericht geschafft und heute kommt die erste Herausforderung Krieger gegen Grobulus. Und dafür bekommen wir Biss des Todes. Eine sehr interessante Waffe, die wahrscheinlich der absolute Tod sein wird für alle Zoo-Decks und Morlock-Decks, weil halt eben die einen Schaden, der nochmal abräumen kann. Der kann natürlich sehr, sehr stark das Genick brechen. Aber wir schauen uns mal, ich mache die Herausforderung sehr, sehr gern. Garrosh gegen Grobulus! Ich erinnere mich an Sieg oder so, Tod! Der bringt uns nichts, der bringt uns nichts. Den Schwertschwert, den lassen wir drauf. Den kann man sicherlich irgendwie gebrauchen und wir bekommen genau die. Oh. Ja, klasse. Gut. Das war's. Können wir nichts machen, Runde 1. Und hier steht nichts. Das heißt, wir spielen den Röster, die passt. Er bringt ein Ei. Kommt noch was? Nein, kommt nichts. Gut. Spielen wir gleich ihn aus. Das können wir eh nutzen hier. Angriff! So, er macht den Schlag, dafür bekommen wir einmal, zweimal Schlag. Er macht noch eine Münze. Und war unseren hier weg. Ja, war so schöne Schaden ein. Ich bringe trotzdem vielmals, das war ein schönes Schild, das wir haben nutzen können. Die Waffe. Ich will sie drin haben. Ich denke, wir werden sie eh Angriff! Haben. Außerdem kann man sie. Look da, Ogre! Das war's. 33 Leben und er steht schon bei 20. Hier. Das Ganze. Das hätten wir höchstens. Flops. Ah, sehr schön. Grommasch ist da. Spalten können wir gebrauchen. Oder wir können sie halt eben noch ein bisschen hochsetzen. Oder wir spielen ein. Alle beugen sich meinem Willen! Und gehen mit Sicht. Und mit unserer Waffe machen wir noch nichts, damit wir ihm nicht die Möglichkeit geben, dass er mit seinem Nebel halt eben noch mehr Viecher Waffe drauf geht, dann haben wir die beiden natürlich klein. Aber wir haben da unten ja auch noch. Look da, Ogre! Entsprechend was. Den Sixer weg. Da haben wir. Look da, Ogre! Sind, dass wir den Sixer wegkriegen. Hauen das hier noch drauf. Und setzen hier noch unseren. Mögen meine Vorfahren über mich achten. Ja, das Ganze hier noch. Schleim. Ah, hier wird gemacht. Häng gemacht. Kann ich das anstoßen? Und dahinter. Okay, kriegen wir das direkt weg. Oh, nee, bringt nichts. Ja, können wir. Ja, bringt nichts. Ich glaube. Volles Leben haben wir schon noch drin, daher wäre sie wahrscheinlich ein bisschen nutzlos. Meine Klinge ist das. Ihn und hoffen, dass er uns ins Gesicht. Was wir machen. Ah, das ist er. Schon der nächste, unser Armani-Berserker, oder wir spielen Grommasch.
Und damit kriegen wir ihn weg. Ich kann nicht mehr warten. Kostet meine Klinge. Und damit ist er bei 3 unten. Und hoffen, dass wir die Runde entdecken. Damit kriegen wir ihn auf 5. Zusammen mit der Schuppenheilerin. Oder wir machen Skullknobel. Look down, Ogre! Und spielen hier nochmal ein. Zerstör die Ja, wir müssen auch aufpassen, damit er ja nicht passiert. Macht sich ein Doppel 19. Ist damit. Ja, gegen den können wir nicht direkt was machen. Wir müssen da ein bisschen. Meine Klinge ist durstig. Kostet meine Klinge! Als kleineres Übel nehmen wir einen von. Müssen wir wahrscheinlich leider machen. Für Nasiat. Und geben ihn dem. Was ekliges. Aber wir schauen mal. Und wir bekommen eine Rüstungsschmiedin. Die nehmen wir natürlich. Rüstung, die passt! Weil jetzt kommt ja eh ein bisschen Schaden. Look da, Ogre! Was hier ankommt. So, jetzt müssen wir hier noch einen Schaden ausgleichen. Und wo soll ich zuschlagen? Das war's. Und geben ab. Was wir machen. Okay, Level aufräumen. Wahrscheinlich unseren Linken noch weghauen. Ja. So, jetzt bekommen wir irgendwas Schönes. Bekommen natürlich nichts Schönes. Ein Gaffel. So, was macht ein Tank? Aufschön. Damit 33-3. So, ein erotisches Ei. Perfekt. Können wir gebrauchen. Geben wir uns. Angriff! Wir hauen ihn weg, damit können wir. Ein Schaden fällt uns noch. Komm, den wir irgendwie auftreiben können. Mit dem Hinrichten geht es nicht. Lass die Schmerzen genau sprechen! Wenn er jetzt nicht irgendwie ihn entfernt oder einen Tank, dann gehen wir das hin. Er legt einen Schleim. Das ist sehr schön. Ja, dann war es das wohl offenbar. Und dann mehr Schmerz. Achtung. Ja, danke. Ich bin auch sehr gespannt, wie diese Waffe jetzt das Metagame beeinflussen wird. Aber es wird klar, das wird das Ganze natürlich ein bisschen ändern. Hier seht ihr nochmal eine Übersicht jetzt von allen bisherigen Herausforderungen. Klickt einfach diejenige an, die euch gefällt. Und dann sehen wir uns gleich zur anderen Herausforderung. Priester gegen Thaddeus. Bis gleich. Hearthstone! Heroes of Warcraft!
Der Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.